Ich arbeite im AIT zu Themen des Datenmanagement und eben der langfristigen Datenarchivierung bzw. Sicherung und werde heute mal einfach einen Einblick geben, mit welchen Themen man da so zu tun hat im institutionellen Bereich. Institutioneller Bereich heißt dann hier Archive, Bibliotheken. Im Englischen hat sich der Begriff Memory Institutions geprägt. Das heißt also alle, die in irgendeiner Form dafür verantwortlich sind, Daten langfristig zu bewahren. Als Einstieg ein bisschen ein anekdotischer Hintergrund. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Professor der Ur- und Frühgeschichte eine Unterhaltung gehabt. Und da ging es darum, dass ich ihm ein System vorschlagen wollte auf der Basis von Linux, um eine Datenbank zu archivieren, die er selbstständig die er erstellt hat. Ein System für diese Datenerfassung hat er 20 Jahre vorher beschrieben. Und da ging es um ein Thema der Ur- und Frühgeschichte, nämlich die bandkeramische Kultur, etwa 4.500 Jahre vor Christus, sogar interessanterweise hier in der Region beim Neusiedler See, wo ist die entstanden. Und da ging es um die Klassifikation von den Werkzeugen, eben die aus Feuersteinen hergestellt wurden, das heißt Klingen, Steinkeile etc., was in der Ur- und Frühgeschichte eben so verwendet wird. Und die Merkmale dazu, da gibt es also ein Merkmalsystem, wo man so 100 Merkmale hat. Wie hat der Stein, was für eine Farbe hat der Stein, was für eine Größe, gibt es Absplitterungen etc. pp., weil man daraus eben Rückschlüsse zieht auf die Verbreitung von Technologie im Endeffekt. Also die Herstellung von Steinwerkzeugen hat auch mit Technologie zu tun, aber eben mit der Technologie, die es zu der Zeit gab. Und man will eben wissen, wie hat die sich verbreitet, was hat sich durchgesetzt etc. pp. Die Geschichte war dann aber, als ich ihm das vorgeschlagen habe, Linux zu verwenden, hat er mich angeschaut, ja, wie lange Linux, wie lange gibt es das und wie lange wird es das geben? Und da habe ich eben gemerkt, dass die Zeitdimension für einen Ur- und Frühgeschichtler ganz, ganz anders ist als für mich, der ich eben herkam und eigentlich eher so moderne, neuzeitliche Technologien habe. Und wir sind dann zu einer Art Konsens gekommen, aber das gibt einfach ein bisschen so den Hintergrund zu, über welchen Zeitraum reden wir. Und ihm ging es also darum, deswegen habe ich hier so diese ASCII-Tabelle dargestellt. Er hat gesagt, ASCII, das ist, ich habe mich nur ein bisschen mit Computer beschäftigt, aber ASCII scheint mir zumindest etwas zu sein, was längere Zeit gültig sein wird. Das wird sich so schnell nicht ändern und das wird funktionieren. Deswegen, meine Datenbank ist in ASCII gespeichert. Wir haben dann eben einen Weg gefunden, das außer in ASCII eben noch in eine Datenbank zu bringen und zu sagen, gut, die Autorität hat immer das ASCII-File, wir lassen das so. Es ist auch so, dass sich an diesem Schema der Datenerfassung nichts ändern wird, deswegen war das in Ordnung. Aber es zeigt eben einfach, worum es in der Langzeitarchivierung geht, nämlich wie machen wir das, dass es eben nachhaltig über lange Zeiträume und wir reden über Hunderte von Jahren oder was ist, wenn die Datenbank 200 Jahre niemanden interessiert und dann kommt plötzlich jemand und sagt, das ist ein interessantes Thema. Ich möchte mir das nochmal anschauen. Also in der Art muss man dann eben denken, wie machen wir das mit längeren Zeitraum, die über eben auch das eigene Leben hinausgehen. Als weiteres Beispiel zur Einführung, so ein Datenformat, habe ich einfach mal ein Beispiel genommen. Sie stoßen auf eine Datei, die hat die Endung S3HD. Und da werden Sie vielleicht im ersten Moment nicht wissen, was soll das sein, was ist das? Ich wollte das nur zeigen, weil man öffnet die Datei, man hat eine binäre Datei, schaut sich's an, merkt, aha, ist komprimiert. Ich kann hergehen und kann es entpacken, ich kann reinschauen und wenn man jetzt hier ein bisschen versiert ist, dann sieht man vielleicht, dass es da sich um Java-Klassen und so weiter handelt und kann irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen, was es im Endeffekt ist. Aber es geht schon, das Beispiel mag einfacher sein, andere Beispiele gehen dann schon fast in die Richtung von Forensik. Das heißt, wo man eben hergehen muss und untersuchen muss, ja, was ist das? Jetzt stellen Sie sich vor, wie das in 100 Jahren ist. Ja? Wir haben die Dateien von heute, wir besprechen bestimmte Formate, manche Daten davon sind binär. Ja? Stellen Sie sich vor, die Vielfalt von Datenbanksystemen, mit denen wir heute zu tun haben und viele dieser Formate sind eben proprietär und in Zukunft vermutlich eben einfach schwer zu entschlüsseln. Was ist, wenn diese Datenbanken wertvolle Daten enthalten? Dann ist es eben einfach das Problem, wie sichern wir, dass wir diese Datenbanken auch in Zukunft verstehen werden, wenn wir sie archivieren. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und nehme eine MDB,
Microsoft, heute bekannt, weit verbreitet, wird kein Problem sein. Aber nehmen wir einen Hersteller, der jetzt nicht so bekannt ist und wir wollen das in 50 Jahren öffnen, dann haben wir das Problem, dass wir die Daten unter Umständen nicht mehr verstehen. Oder die Programme, die die Daten interpretieren können, die finden wir unter Umständen nicht mehr. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, diese Daten zu verwenden und wiederherzustellen. Es gibt mehrere Beispiele, die zeigen, wie das ist, heute auch mit Social Media und Webinhalten. Da gibt es einen Artikel und Blogpost, wenn Sie das weiter noch vielleicht verfolgen wollen, über eine Untersuchung, wie viele Inhalte sind nach 10 Jahren noch vorhanden. Und dann sieht man, das ist in Großbritannien, also das Internet in Großbritannien 10 Jahre untersucht und gesehen, dass nach einem Jahr schon 80% der Webinhalte noch ähnlich und ca. 20% sind unverändert. Das heißt also, wir haben da eine sehr, sehr schnelle Veränderung und die Webseiten sind nach bestimmten Zeiträumen einfach nicht mehr vorhanden. Es ist ein sehr, sehr dynamisches Medium, auch wenn einem das Moment, immer wenn man momentan das Medium besucht, nicht unbedingt so vorkommt. Und nach 10 Jahren sind etwa 8% der Webinhalte ähnlich und ca. 3% unverändert. Ja. Jetzt muss man sich das vorstellen. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum man da hergeht und sagt, man muss, wenn man einen bestimmten, man sagt so Snapshots, das ist genauso wie wenn man Fotos macht, wir können nicht alles dokumentieren, wir werden nicht unseren ganzen Urlaub dokumentieren, sondern wir machen einzelne Fotos von besonderen Situationen. Und so macht man das bei der Webarchivierung auch, dass man dann eben hergeht und sagt, lass uns bestimmte Zeiträume oder besondere Events archivieren, damit wir irgendwie ein Gefühl haben, was in der Vergangenheit im Web verfügbar war. Gleiche geht für Social Media, also auch da ist es das Thema, dass es ein dynamisches Medium ist, sich ständig verändert und es da auch Lösungen gibt, eben das zu archivieren. Da gibt es auch eine Untersuchung dazu, die eben dazu kam, wie viel Prozent jeden Tag nach einem Jahr sind 11% verloren und danach jeden Tag weitere 0,02%. Er hat also herausgefunden, dass es tatsächlich eine lineare Funktion ist, wie da die Inhalte verloren gehen. Datenwiederherstellung hat eine direkte Verbindung zur Forensik. Das heißt also, da haben wir es mehr mit Hardware und Technologie zu tun, wo dann eben auch das Problem kommt, dass die Hardware altert und dass die Medien etc., dass die mit der Zeit eben überholt sind. Und gibt es einen interessanten Blogpost dazu, It Takes a Village to Save a Hard Drive, der erzählt eine Geschichte von dem Künstler Phil Sanders, der also einen PC seiner Generation verwendet hat, aber eben alles spezielle Hardware, die da drin steckt, von der Festplatte über die Anschlüsse, die dann teilweise meint man sie zu erkennen, hat dann irgendwas mit SCSI zu tun, aber scheint doch was anderes zu sein, weil die Anzahl der Pins nicht stimmt etc. Also das heißt einfach dadurch, dass sich die, wenn die Hardware altert, gleiches gilt aber auch für die Software, wird es kompliziert, das einfach wiederherzustellen. Und das ist so eine Geschichte dazu, die das beschreibt. Sie haben es am Ende geschafft, aber ein Team von 10 Leuten, die alle ihr Wissen dazu beigetragen haben, dieses Kunstwerk wiederherzustellen, Videokunst in dem Fall, und das eben auf neue Hardware transportieren konnten und dadurch den ersten Schritt getan haben, um diese Dinge zu bewahren. Generell, wenn wir uns fragen, ja, was gibt es für Bedrohungen für archivierte Daten, macht sich jeder auch im privaten Kontext Gedanken, welchen Bedrohungen sind meine Bilddateien und Fotos ausgesetzt. Ich greife auch gewisse Maßnahmen, das heißt normalerweise eben Backup, ich habe irgendeine Art Backup-Lösung und vielleicht, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte, dass die ganz, ganz sicher sind, dann bewahrt man sich vielleicht noch eine Kopie der Festplatte im Büro oder woanders, also das heißt, also der Ort sollte ein anderer sein für so ein Backup, das kennen Sie alle. Im institutionellen Kontext heißt eben, wo man auch sagt, dass ein Staat beispielsweise bestimmte Daten archivieren möchte, gelten prinzipiell mal die gleichen Regeln. Grundsätzlich macht man hier solche Dinge wie, dass man eben Fehler der Hardware muss man begegnen. Das heißt, wir erstellen Prüfsummen, wir machen redundante Speicherung und Backup etc. Dann müssen wir der Obsolenz, das heißt also, dass bestimmte Standards nicht mehr verbreitet sind. Wir könnten uns vorstellen, ein Bildformat, das nicht mehr
hinreichend unterstützt ist, ich kann es in gängigen Betrachtungsprogrammen nicht mehr öffnen etc. Deswegen begegnet man diesen mit Maßnahmen zum Beispiel der Migration, das heißt, ich führe das Bild zum Beispiel in ein neues Bildformat, oder der Emulation, das heißt also, ich habe eine Umgebung, in der ich diese Datei, eine alte Umgebung, sagen wir ein altes Windows, in dem ich eben mit einem Programm, das dort installiert ist, diese Datei noch anschauen kann. Wir haben auch Bedienungs- oder Bearbeitungsfehler, das heißt Menschen sind da einfach dafür verantwortlich, diese Daten zu archivieren. Da müssen bestimmte Maßnahmen der Qualitätssicherung, Dokumentation und so weiter eingesetzt werden. Dann gibt es natürlich auch Katastrophen, irgendwelche Naturkatastrophen, weswegen eben eine dezentrale Speicherung der Daten gemacht wird. Ich weiß, dass hier in Österreich ist es zum Beispiel das Bundesarchiv speichert im Berg St. Johann, gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, eben Daten langfristig zu sichern, wo dann auch verschiedene Medien in Einsatz kommen, also nicht nur Server, sondern auch Bandsicherung und verschiedene Arten von Technologien, die sich speziell dafür eignen, langfristig Daten aufzubewahren. Ökonomische Unzulänglichkeit ist ganz wichtig, weil oft würde man das vielleicht gerne machen, kennt man selber, ich will meine Fotosammlung kuratieren, das heißt also quasi ordnen und schauen, dass alles sicher ist, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Ja. Ich muss Geld verdienen und sonstige Dinge stehen im Vordergrund, die es mir nicht möglich machen. Das geht bei Institutionen genauso. Sie haben ein begrenztes Budget. Und die Schwierigkeit liegt also nicht darin zu sagen, das ist nicht machbar. Man kann immer sagen, ja, wir setzen ein Team von 10 Mitarbeitern hin und die schauen sich das ein Jahr an, aber das kostet viel Geld. Ja? Deswegen muss man oft sagen, diese Langzeitarchivierung befasst sich auch mit dem Thema, was ist aus ökonomischer Perspektive machbar? Was ist mit den Geldmitteln, die wir zur Verfügung haben, machbar? Und das ist die Herausforderung. Das heißt, wir müssen oft eben auch schauen, dass wir günstige Lösungen haben, um diese Probleme in Angriff zu nehmen. Und natürlich organisatorisches, institutionelles Scheitern. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass eine Institution zur Bewahrung eines bestimmten Datenbestandes eingesetzt wird. Nach einigen Jahren kommt aber ein politischer Wechsel und sonst was und die Institution wird einfach nicht sorgfältig übergeben und geht einfach quasi unter, in Anführungsstrichen. Als grundsätzliches Modell für die Speicherung von Daten ist in dieser Archiv- und Bibliothekswelt beispielsweise dieses Modell, das OAIS, von zentraler Bedeutung. Ganz kurz angerissen geht es dabei darum, dass man die Komponenten und die Software, die in solchen Bereichen zum Einsatz kommt, mal grundsätzlich gegliedert hat und hat gesagt, wir haben einen Producer, das ist der, der die Daten generiert und der übergibt eben solche Datenpakete, die nennen sich Submission Information Packages, das heißt Datenpakete, die bei einer Institution, die archiviert, abgegeben werden. Dann haben wir die Archival Information Packages, das sind die Datenpakete, die dann tatsächlich im Archiv abgelegt werden. Und für den Zugriff auf die Daten haben wir das Dissemination Information Package, das heißt einfach eine Form der Daten, wie ich sie mir betrachten kann. Man könnte auch sagen, dass wir einfach einen Import der Daten haben auf der einen Seite, einen Export auf der anderen Seite, damit man Zugang zu den archivierten Daten hat. Und grundsätzlich orientiert sich Software, die für Archive und Bibliotheken gebaut wird, oft an diesem Modell und strukturiert eben auch die Komponenten danach und Prozesse werden auch dahingehend optimiert. Das heißt also, sagen wir mal grob gesagt, dass man eben nicht einfach hergeht und an den archivierten Paketen, sage ich mal, rummacht und da irgendwas ändert manuell und weiß gar nicht, was da passiert ist, sondern es ist eben so, dass Prozesse definiert werden, wie diese Daten zu ändern sind. Zum Beispiel muss immer eben dieser Weg eingehalten werden, dass ein Paket wird in das Archiv geladen und wird als Paket abgespeichert und es sollte dann nicht einfach direkt eine Datenmanipulation geschehen, ohne dass das dokumentiert ist und ohne dass es klar ist, was da passiert ist. Ein weiteres wichtiges Thema ist die persistente Identifikation. Das heißt, dass wir einfach sagen wir mal, wie Sie das bestimmt kennen von einer URL. Sie haben eine URL, dahinter verbirgt sich eine Website
Und das ist im Internet ein Uniform Resource Locator, das heißt also eine eindeutige Weise, wie wir diese Internetseite finden. Aber Sie wissen, dass sich das ändern kann, da braucht man nur eine neue Domain, der Server wird verschoben, was auch immer. Also auf jeden Fall ist das keine nachhaltige Geschichte, spielt ja auch für fortgeschrittene Applikationen, die so Semantic Web Geschichten machen, eine große Rolle, dass diese URLs auch langfristig gefunden werden können. Und deswegen gibt es verschiedene Systeme und Komponenten, die es ermöglichen, eine Art Resolving zu machen. Das heißt, dass wir einen Identifier haben für ein bestimmtes Objekt und dahinter die Möglichkeit haben, die Domain oder wir können die verschieben, wir können die Adresse ändern etc. Oder wir können auch, je nach was die Aufgabe dieses Systems ist, können wir auch sagen, dass wir 10 verschiedene Orte haben, an denen die Ressource gefunden werden kann. Und der Resolver kümmert sich dann eben nach bestimmten Parametern darum, nachzuschauen, wo suchen wir jetzt am besten diese Ressource. Und natürlich geht es dabei auch um die langfristige Sicherung der Auffindbarkeit. Das heißt also, wenn eine Ressource an einer Stelle verschwindet, haben wir sie noch an einer anderen und haben auf die Weise eben Redundanz und können sicherstellen, dass das nicht so schnell verschwindet. Ein Standard, mit dem wir es da zu tun haben, ist Premise. Dabei geht es darum, ich habe es zwar angedeutet mit so ein paar XML-Schnipseln hier, das lässt sich in XML implementieren, ist aber nicht zwingend der Fall. Es ist einfach eine Empfehlung, wie man die Änderung an Daten dokumentieren kann. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel am wichtigsten die Objects, das heißt, das sind die Bestandteile, um die es im Einzelfall geht. Wir haben bestimmte Events, das könnten zum Beispiel eine Bildmigration könnte ein Event sein. Und wir haben Agenten, das ist derjenige oder diejenige, die das eben macht. Und das ist eine Form, wie man quasi die Änderung an solchen Dokumenten erfassen kann und aufbewahren kann. Dadurch weiß eben jemand, wenn ich eine neue Version eines digitalen Objekts erstellt habe, ist dadurch dokumentiert, wer hat es gemacht, wann, warum und die ganzen Hintergründe dazu. Und das ist dann im Endeffekt was im Englischen wird der Begriff Provenance dafür verwendet. Das heißt also, die Entwicklungsgeschichte eines Objekts ist komplett und vollständig dokumentiert. Darum geht es dabei. Ein weiterer Standard und ich erwähne jetzt hier einige wenige aus einem großen Set. Insgesamt sind es vielleicht so 100 Standards, mit denen man insgesamt damit zu tun geht. Und das sind die zentralen. Metz ist ein anderer, der es ermöglicht, eben die Struktur solcher digitaler Objekte zu beschreiben. Es ist ein Paketformat. Dabei ein Paket könnte man sich jetzt so vorstellen, wenn ich ein Buch habe und scanne jede einzelne Buchseite. Und danach fasse ich dieses Buch als hierarchisch strukturiertes Objekt zusammen, ermöglicht mir dieser Standard eine digitale Beschreibung dieses Buches zu machen und daraus eben ein Paket in Anführungsstrichen zu formen. Und dieses Paket kann ich dann abgeben, das ist dieses Submission Information Package, und kann es dann abspeichern als Archival Information Package. Und eine solche Migration könnte man sich dann so vorstellen, sagen wir, ich habe irgendwann entschieden, dass JPEG 2000 ein geeignetes Format ist, weil es für die Speicherung wenig Speicherplatz braucht, weil es gewisse Vorteile für den Zugriff auf diese Buchseiten bietet, habe ich JPEG 2000 gewählt, aber 10 Jahre später hat sich herausgestellt, dass JPEG 2000 nicht hinreichend unterstützt ist und wir müssen also wieder ein anderes Format, sagen wir müssen das Ganze wieder nach TIFF migrieren und erstellen dann eine neue Repräsentation, fügen dieses Paket hinzu und das wird also alles mit Premise dokumentiert und kommt hinterher wieder ins Archiv. Also so hat man quasi einen Fluss, wie diese Datenarchivierung vorgenommen wird. Jetzt speziell mit Linux-Bezug, die Webarchivierung funktioniert mit dem Format WARC, das Web Archive Format, und das mittlerweile eben auch unter Linux unterstützt ist. Und man hat eben die Möglichkeit, zum Beispiel einzelne Records könnte jetzt sein, wenn ich eine Internetseite habe, ist die HTML-Seite selbst. Die Bilder dahinter, die sind quasi dann aneinander gehängt in diesem WARC-File
Und sowas ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass das Einbinden von solchen Werkzeugen in Linux eine hervorragende Unterstützung des Dateiformats ist. Wir haben dann außerdem, womit wir uns da speziell beschäftigen, ist das Thema Big Data. Das heißt, wir haben es mit sehr, sehr großen Datenmengen zu tun. Bei Archiven, mit denen wir zurzeit reden, geht es dann zum Beispiel um die Größe solcher Pakete von mehreren Terabyte. Also das Buch ist der eine Fall, der sich gewiss leicht handeln lässt, und dann kann man so ein Paket von einem Buch machen. Das sind im Bereich von mehreren Megabyte. Aber es gibt Archive, die erhalten dann zum Beispiel vom Finanzministerium die gesamten Finanzdaten als ein Paket. Ja, in dem Format, das eben einer bestimmten Datenbank, das ein bestimmtes Datenbankmanagementsystem hat. Und das wird eben zur Standardisierung, da gibt es ein XML-Format für Datenbankrepräsentationen, das ist SIART. Mit dem lässt es sich quasi als XML repräsentieren, und das wird gemacht, um unabhängig zu sein von den proprietären Darstellungsformen dieser Datenbankmanagementsysteme. Und kann es auf die Weise dann eben archivieren. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei diesen Datenmengen das Problem haben, wir können nicht uns einzeln anschauen, nehmen wir das, behalten wir das, was werfen wir weg, sondern wir brauchen Methoden, die generell über die Daten automatisiert laufen. Es ist eben unmöglich, dass wir da über 100 Millionen Datensätze drüber gehen, deswegen brauchen wir diese Verfahren. Und jetzt beim AIT haben wir Hilfe einen Cluster. In dem Fall ist es vor allem eben auf der Basis von Apache Hadoop ein Cluster, der es uns ermöglicht, über große Mengen von Daten, sagen wir mal 1 Million Bilddateien, können wir direkt von einem Format ins andere bringen. Wir können Daten extrahieren und solche Szenarien machen, um eben größere Datenmengen zu bewältigen. Wir haben außerdem ein verteiltes Speichersystem, das es uns ermöglicht, die Festplatten der verschiedenen Server einheitlich verfügbar zu haben. Und ich möchte ein Beispiel dafür geben, was man da so machen kann und vor allem eben mit Hinblick auf, welche Bedeutung hat dabei Linux. Grundsätzlich muss man sagen, Linux ist dabei absolut unverzichtbar. Ohne das würde sich das, zumindest eben, wenn es auch speziell darum geht, es mit geringen Geldmitteln zu machen, ist es unverzichtbar. Da haben wir so was, sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen hier TIFF-Bilder migrieren in das JPEG 2000-Format. Also das ist jetzt der umgekehrte Fall von dem, den ich vorher geschildert habe. Dann werden wir uns anschauen, erstmal, ob dieses TIFF-Bild, was da reinkommt, valide ist, entspricht es der Formatspezifikation. Dafür gibt es ein Werkzeug, das heißt FITS, von der Universität Harvard entwickelt. Ein Programm, das es uns ermöglicht, Dateien, beziehungsweise FITS ist eigentlich ein Programm, das verschiedene andere Programme beinhaltet, die dann zum Beispiel Eigenschaften von Dateien extrahieren können und uns zum Beispiel sagen, ja, was ist das für ein Bild, ist das komprimiert, hat das, welche Bittiefe hat das, Color Spaces etc. pp. Wir können dann, also in dem Fall ist es so eine Art Workflow, wo wir dann sagen, wir haben jetzt das Werkzeug, das es uns ermöglicht, von TIFF nach JPEG 2000 zu migrieren. Wir haben dann ein Werkzeug, mit dem wir das validieren können und werden am Ende einen Vergleich machen. Das heißt, wir werden das JPEG 2000 wieder zurück migrieren nach TIFF, um dann eine pixelweise einen Vergleich zu machen und zu schauen, ob das funktioniert hat oder nicht. Also auf die Weise hätten wir eine Methode zur automatisierten Bildmigration und können eben im Falle, dass das hier unten dieser Test hingehauen hat, können wir sagen, dass das funktioniert hat. Funktioniert natürlich nur bei Verlust freier. Das heißt also, wenn wir verlustbehaftet migrieren, müssten wir uns was anderes ausdenken, aber bei verlustfreier Komprimierung können wir diese Methode anwenden. Und dann geht es eben dabei darum, diesen Workflow auf einem Cluster laufen zu lassen. Das haben wir gemacht mit der Hilfe von Hadoop. Das heißt, wir hatten ein Programm, das im SCAPE-Projekt entwickelt wurde, ein EU-Projekt. Wir haben da einen Wrapper, könnte man sagen, der ein Kommandozeilentool, die Ausführung von Kommandozeilentools auf dem Cluster ermöglicht. Und
alle diese Werkzeuge, die ich hier gezeigt habe, wurden quasi auf dem Cluster dann ausgeführt und können in einen Workflow, in eine Data Processing Pipeline gepackt werden. Und wir haben das mit Apache Pig gemacht, wem das vielleicht ein Begriff ist. Das ist eine Sprache, mit der ich automatisiert MapReduce-Jobs für diese Hadoop-Plattform generieren kann. Und ich muss die also nicht von Hand implementieren. Das gibt dann gewisse Vorteile. Aber das sind so Sachen, wo auf jeden Fall man sagen kann, dass Linux unverzichtbar ist, um solche Implementierungen zu machen. Sowohl der Cluster als auch eben alle Tools werden dafür optimiert, unter Linux zu laufen. Und ein Werkzeug, das wir da entwickelt haben, diesen JPLizer, weil es gab kein Werkzeug, das unabhängig validiert hat, ob dieses JPEG 2000 Bild, das ich vor mir habe, ein gültiges Bild ist oder ob das Probleme hat. Und das wurde da entwickelt und es wurde eben sichergestellt, dass das in ein Debian-Repository kam und auf die Weise es einem einfach ist, direkt unter Ubuntu das zu installieren mit sudo apt-get install und man hat es da. Ja, als Fazit habe ich mir einfach gesagt, brauche ich nicht wiederholen, Linux ist da auf jeden Fall unverzichtbar und ich könnte mir da meine tägliche Arbeit auch nicht mehr ohne vorstellen. Und wir brauchen frei verfügbare Werkzeuge, speziell Open Source, muss ich glaube ich auch hier in dem Kontext nicht erwähnen und es ist besonders gut, wenn eben diese Software danach auch breit in der Breite verfügbar gemacht wird und es über Software Repositories einfach ist, diese zu installieren. Ja, soweit, vielen Dank.